Cheftrainer Christian Ilzer auf die Geburtstagstorte an seinem 41er nur eine Kerze von der Mannschaft. Seine Truppe gibt 18 Schüsse in diesem Spiel ab, aber nur einen einzigen auch aufs Tor des Gegners und das schon in der 5. Minute durch Christopher Wernitznik. Die Admira bemüht, aber offensiv komplett harmlos. Nur 5 Schüsse im ganzen Spiel, immerhin 3 aufs Tor. Der bemerkenswerteste nach diesem schönen Zusammenspiel mit Julmen durch Marco Sahanek. Eine Viertelstunde da gespielt, dann tut sich kaum noch was in der Schlussphase. Der ersten Hälfte geht's noch rum. Dieser Wolfsberger Konter, Schweidel statt Orgil in der Startelf, vorbei an Bauer, vorbei an Leitner und dann mit viel Einsatz nochmals vorbei an Bauer. Aber warum spielt er dann nicht auf Schmerböck ab? Da sieht der geschwinde Schweidel dann nur das Tor und nicht den Mitspieler. Die letzte Aktion der ersten Hälfte gehört auch den Gästen. Nachdem die Admira den Ball hier nicht entscheidend klären kann, gibt es noch einen Abschluss von Marcel Ritzmeier. Aber zur Pause steht es in einem doch ereignisarmen Bundesligaspiel 0:0. Ja, kalt ist worden im Osten der Republik. Die Admira kommt dann mit relativ viel Schwung in die zweite Hälfte hinein, bringt auch mehr Spieler Richtung gegnerischen Strafraum, dadurch etwas mehr Druck. Bakisch macht das hier ganz fein gegen Solbauer, aber sein Schuss ist keine Prüfung für Torhüter Kofler. Insgesamt ist der WRC die etwas bessere Mannschaft in diesem Spiel, auch zielstrebiger, was die Aktionen nach vorne betrifft. Hier Ritzmeier, der wird noch geblockt und dann Gschweidl mit einem Schuss fast drauf auf den EVN-Parkplatz. Naja, der WRC hat gute Momente, aber kaum eine wirkliche Top-Torchance. Das ändert sich erst, nachdem Jovanovic und Orgil ins Spiel gekommen sind, die beiden im Zusammenspiel, aber der war Orgils Kopfball nach Flanke von Jovanovic auch keine Gefahr für das Admira-Tor. So richtig prickelnd wird es dann in Minute 82. Jovanovic wartet auf Ritzmeier. Der eingewechselte Meier kann den Ball im Sitzen nicht klären. Da ist Wernitznik, der legt gut ab zurück auf Michael Lindl. Na, solche macht er nochmal um 4 in der Früh mit einem geöffneten Auge. Diesmal macht das allerdings nicht. Ja, rund und eckig passt eben nicht immer zusammen. Aber einen Aufreger haben wir noch und der ist nur eckig. Freistoß von Tod und dann Rnic gegen Tölke. Schiedsrichter Schörgenhofer sagt, normaler Zweikampf. Ich sage, das ist ein elfmeterwürdiges Vergehen von Nemanja Rnic. Aber der fällige Strafstoßpfiff bleibt eben aus. So bleibt es am Ende bei einem torlosen Unentschieden. Immerhin die Admira zum zweiten Mal hintereinander ohne Gegentor.